Mittelfeld. Ich denke, gerade im Hinblick auf diese Diskussion Tierwohl, Tiergesundheit, sind wir auf Antworten der Wissenschaft angewiesen. Heute wird leider sehr oft nach Emotionen entschieden und nicht nach Fakten. Man hat manchmal so das Gefühl in manchen Diskussionen, dass Fakten gar nicht gefragt sind. Emotionen sind gefragt. Und ich denke, wir dürfen eins nicht vergessen bei der gesamten Diskussion. Es handelt sich hierbei um Nutztiere, nicht um Kuscheltiere. Und im Endeffekt sollen auch die Betriebsinhaber, Betriebsleiterfamilien von den Tieren leben können. Das wird manchmal so ein bisschen vergessen. So, wir haben weiterhin Gäste aus Tschechien, aus Kanada, aus den USA sowie aus fast gesamten europäischen Bereich. Herzlich willkommen, dass Sie den Weg hier nach Schleswig-Holstein gefunden haben. Ja, ein besonderer Gruß auch an unsere Preisrichter. Ich glaube, die werden sich nachher nochmal selber vorstellen. Aber Herr Zenz, Herr Hormann, Herr Burig, Herr Thomas Hahn und Herr von der Heiden, schön, dass Sie da sind, dass Sie dieses Amt übernommen haben. Ich wünsche Ihnen eine sichere Hand bei den Entscheidungen und viel Spaß beim Rechnen. Ein besonderer Dank natürlich auch den vielen Spendern von Geld- und Sachspenden. Wir sind auf solche Spenden angewiesen, aber was wäre so eine Veranstaltung ohne unsere Großspender? Wir haben zwei Großspender, das ist einmal die Vereinigung der Volks- und Raiffeisenbanken, vertreten durch Herrn Hansen, und die HG in Kiel, vertreten dort durch Herrn Dr. Carsten Rockmann und durch Herrn Lehn, die hier auch teilweise die Preise überreichen. Ich denke, beide Großsponsoren tragen dazu bei, dass wir den Sieger und den Reservesieger mit ordentlichen Preisen ausstatten können. Schönen Dank an beide Organisationen. Ich denke, auch in der heutigen Zeit ist das nicht selbstverständlich, Preise in dieser Größenordnung zu spenden. Wir haben noch einen weiteren Großpreisspender, der wird nachher die Siegerin der Nachtzucht auszeichnen. Das ist von der Firma Holm und Laue, Herr Holm, der im Anschluss an die Siegerehrung ein Wegtaxi überreichen wird. Auch das, denke ich mal, ist ein Zeichen der Verbundenheit. Man kann natürlich sagen, der Holm und Laue lebt von der Wegviehhaltung, er lebt vom Regen. Aber ich denke, auch da ist es nicht selbstverständlich, dass jemand bereit ist, so eine große Spende hier zu machen. Schönen Dank dafür. Ja, ein weiterer Dank geht an unsere Jungzüchter, die schon einmal hier kommen.